So, willkommen Leute. Heute zeige ich euch mal meinen Top-Computer vor. Ich habe den Heinrich Weidkamp OSTC 2. Brauche ihn eigentlich nicht fürs technische Tauchen. Aber ich mag einfach die Anzeigen. Ich finde den cool. Erstmal vorneweg, der ist recht schwer. Und recht dick, wenn man mal den Arm vergleicht. Also fast so dick wie mein Arm. Gut, ich habe nicht so dicke Oberarme von daher oder Unterarme. Auf dem Trocki sieht es noch ganz gut aus beim Linkstauchen, beim normalen Tauchen. Im dünnen Anzug ist es relativ doof. Was ich schön finde, der ist komplett customizable. Jetzt hier mal hochfahren. Ja. Hat noch was drin, all möglichen Kram, verschiedene Gase. Und man kann ihm Namen geben. Der Diver 1 ist das. Gehen wir mal kurz ins Menü. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich halt so nice finde. Ich habe hier ein paar Ausbildungstauchgänge drauf. Am Wochenende. Hier sieht man schön die Tiefe. Wie gesagt, es war ein OVD-Tauchgang, ein Ausbildungstauchgang. 50 Minuten. Und Temperatur, alles drin in die Kurve, wunderschön. Und man sieht, ich bin mit Luft getaucht am 11.8. und so weiter und so fort. Alles drin drauf. Kann man noch verschiedene Sachen einstellen. Dann müssen wir raus. Gesteuert wird die ganze Kiste über die Knöpfe an der Seite. Als Halterung gibt es hier diese Straps. Ich habe mir die dreimal reingenommen, also drei Rundungen gemacht. Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ich nass tauche, kann ich mir die Straps so umbinden und halten. Sie halten immer noch. Und für einen Trocki gehe ich zurück auf zwei Schlaufen. Ja, gehst du zurück auf einfach zwei Schlaufen. Ups, sorry, falsche Richtung. Und hast entsprechend mehr Reichweite in der Schlaufe. Was ich euch eigentlich zeigen möchte, ist das Laden. Weil das Laden ist immer ein bisschen blöd bei diesem Tauchcomputer. Immer recht schwierig. Jetzt habe ich natürlich das Ladegerät vergessen. Ich hole es gerade. So, da bin ich wieder. Jump Cut. Das ist das Ladegerät. Zeigt jetzt an, rot lädt also nicht. Moment, jetzt irgendwas verkackt. Aha. Gut, blau wäre dann laden, das seht ihr leider dann nicht. Das Induktionsladen ist super, wenn man weiß wie. Man kann das, ich habe echt eine Stunde gebraucht, um rauszufinden, wie man es genau lädt. Im Prinzip müsst ihr die Induktionsladung genau in dem Bereich machen. In der Mitte funktioniert, nicht hier funktioniert, sondern genau in der Mitte, in dem Bereich. Sieht man auch schön auf dem Computer oben. Und dann das jetzt... Ist das die Ecke oder die andere? Scheiße, jetzt habe ich es vergessen. Moment, ich gucke. Nee, die Ecke. Sollte es sein? Na komm. Das war doch die Ecke da. Habe ich es auch richtig rum? Ja. Also in der Mitte geht's nicht. Aber man muss das. Da ist es, genau. Also wie ich gesagt hatte, die. Wenn man drauf guckt, vorne, also wenn man drauf guckt, rechts oben die Ecke. Prinzip genau an dem Strap. Dann, ich blende jetzt hier nochmal ein Bild ein. Oder so. Nee, mache ich nicht. Genau, so wie ihr das jetzt seht, da lädt er. Und zwar befindet sich der Kreis jetzt hier in dem Bereich. Ja. Der Rest funktioniert das leider nicht. Der Akku hält ziemlich gut. Also ich kann den zu Hause laden und fahre dann in 2 Wochen im Tauchurlaub und der Akku ist dann immer noch nicht leer. Also, die Batterie ist verdammt gut.
Ihr braucht auch keine Sorgen machen oder irgendwas einstellen. Die Tiefe, die berechnet er anhand von den Millibars. Das heißt, wenn ihr in die Berge geht, das berechnet er alles mit. Ist eher fürs technische Tauchen ausgelegt und auch Close Breather und so weiter, aber das mache ich alles nicht. Von daher, ich benutze ihn fürs normale Tauchen, einfach um ein bisschen mehr Sicherheit für mich zu haben und natürlich auch für meine Schüler. Das war's mit diesem kleinen Video. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Jetzt nochmal, wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like da, ein Abo oder einen Kommentar. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.